Unser nächster Referent ist diplomierter Energietechniker, mehrjährige Forschungs- und Planungserfahrungen bei der Energieeffizienz von Gebäuden- und Anlagentechnik hat er. Er ist seit 2005 für die DENA tätig, in verschiedensten Bereichen, Effizienzstrategien für Gebäude und Quartiere, Wärme aus erneuerbaren Energien, Energieberatung und Audits, Sektorkopplung, integrierte Energiewende, Energiepolitik, alles seine Themen. Und seit 2011 ist er Leiter des Bereichs energieeffiziente Gebäude mit über 80 Mitarbeitenden. Gestern und vorgestern war er schon mächtig unterwegs beim DENA-Kongress. Der war nämlich am Montag und Dienstag dieser Woche. Dort waren unter anderem Bundesfinanzminister Scholz als Keynote und er hat zwei Foren moderiert, unter anderem zum Thema passende Instrumente zur Wärmewende mit dem Herrn Herdan. Und ich bin mir sicher, er bringt uns da die eine oder andere aktuelle Entwicklung aus Berlin mit und freue mich, mit Ihnen zu begrüßen. Herzlich willkommen, den Gebäudechef der DENA, Christian Stolte. Ja, herzlichen Dank, Herr Hettler, für die freundlichen Worte. Freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und in der Tat, das ist ein sehr, sehr gutes Timing, weil wir, wie gesagt, gestern, vorgestern unsere Veranstaltung in Berlin hatten. Und deswegen habe ich auch gerade auf der Herfahrt im Zug meinen Vortrag nochmal angepasst und da nochmal die Sachen, die ich jetzt da gestern in dem Forum, das ich moderiert hatte, von aus dem BMWI gehört hatte, dass Sie das zumindest auch mal gehört haben. Aber um es gleich vorwegzunehmen, ich kann hier auch keine Beschlüsse oder fertigen Ergebnisse präsentieren. Ich kann Ihnen aber den Diskussionsstand versuchen zu vermitteln. Meine Aufgabe jetzt ist, ich spanne den Bogen wieder ein bisschen weiter. Wir waren ja schon sehr in der Praxis, sehr vor Ort, sehr bei konkreten Bauvorhaben. Das macht auch immer Spaß. Ich muss jetzt so ein bisschen trockenere Materie wieder reinbringen und den Bogen wieder etwas vom großen Versuchen ins Kleine zu spannen, möchte über das Klimaschutzkabinett reden, möchte über Maßnahmen reden, die notwendig sind. Da möchte ich gar nicht so viel drüber reden. Das ist die DENA, was wir machen. Da ist nur ein Punkt mir wichtig, das Thema 90 Projekte. Das heißt, wir versuchen, und auf ein paar möchte ich am Schluss noch kurz eingehen, versuchen schon auch Energiewende voranzubringen und zu vereinfachen, dass die Energiewende überhaupt funktionieren kann. Wir haben vor anderthalb Jahren mal versucht rauszufinden, Herr Hettler hatte das angesprochen, das Thema Sektorkopplung, wie kann das eigentlich insgesamt funktionieren, dass man die Energiewende voranbringt und was bedeutet das wiederum für den Gebäudebereich? Und ich möchte Ihnen die Gedanken an so ein paar kurzen Folien gerne vermitteln. Das ist ja die Situation, von der wir ausgehen und da stagnieren wir so ein bisschen im Moment mit unseren unseren CO2-Emissionen. Da ist nicht mehr so richtig viel reduziert worden in den letzten Jahren. Es muss aber eine Menge passieren. Das heißt, es muss auf jeden Fall von der mehr oder weniger Stagnation müssen wir in einen mehr oder weniger starken Knick hinein. Und je nachdem, ob man 50, ob man 95 oder 80% dann als Ziel nimmt, das ist auf jeden Fall ein Umdenken. Und gestern bei unserem Eröffnungsplenum vom zweiten Tag gestern, das war ganz spannend, da wurde auch dann vielen dann so Begriffe wie, ja, man muss jetzt auch wirklich mal radikal andere Maßnahmen machen und radikaler rangehen. Das fand ich schon ganz bemerkenswert, dass auf einem Podium eines DENA-Kongresses solche Worte dann fielen. Aber es trifft ja auch das, was viele so von Ihnen, von uns so spüren, dass man denkt, es muss auch jetzt wirklich mal was passieren und vorangehen, wenn man das Ganze ernst nimmt. Bei den Betrachtungen haben wir eigentlich drei Sachen miteinander verglichen. Drei Szenarien immer geguckt, und zwar einmal Referenz. Referenz heißt, wir machen so weiter wie bisher und so weiter wie bisher heißt ja ehrlicherweise auch nicht, dass wir nichts tun. Wir versuchen ja die ganzen letzten Jahre auch immer schon eine ganze Menge voranzubringen. Sie hier in Baden-Württemberg machen sowieso eine ganze Menge. Sie haben einen Sanierungsfahrplan schon angestoßen. Sie haben ja viele Förderprogramme. Serielles Sanieren sind Sie die Ersten, die das schon auch als Förderprogramm gemacht haben. Aber auch auf Bundesebene CO2-Gebäudesanierungsprogramm. Da gibt es ja auch eine ganze Reihe Ansätze. Referenz heißt,
das wird fortgeschrieben. Technologiemix, das war so eine Betrachtung, was passiert, wenn wir jetzt erstmal relativ viele Technologien zulassen und schauen, wie sich's entwickelt. Und die andere Idee war, was ist, wenn wir sehr stark auf Elektrifizierung gehen? Das Ganze haben wir immer in zwei Varianten dann verglichen. Einmal 80% Ziel Treibhausgasemissionen Reduktion 2050 oder 95% Ziel. Dicke Studie, will ich gar nicht zu viel drauf eingehen, wird dann langweilig. Ich möchte drei Kernsachen rausziehen. Das erste ist, eigentlich egal, welches Szenario man sich anguckt, egal ob technologieoffen oder ob sehr stark elektrifiziert, egal ob 80 oder 95, Wärmepumpen sind in jedem Fall wichtig. Wärmepumpen spielen in jedem Fall eine wichtige Rolle. Und Sie können es hier rechts sehen, also Jahr 2030, 2050, die rechten Blöcke, das sind immer die technologieoffenen Szenarien und das sind die stark elektrifizierten. Natürlich sind da die Wärmepumpen mehr, aber auch bei den technologieoffenen ist im Vergleich zu den rund 800.000 Wärmepumpen, die wir im Moment haben, 6,5 Millionen, 7 Millionen, ein ganz erheblicher Sprung. Da muss auf jeden Fall in der ganzen Marktentwicklung, in der Anwendung eine Menge passieren. Die müssen sehr stark in den Markt hinein. Was uns ganz wichtig ist, neben allen Diskussionen um die ganzen erneuerbaren Energien, Versorgungstechnik, Heizungsanlagen und so weiter, wir müssen an die Gebäudehülle ran. Und es wird nicht gehen ohne eine deutliche Verbesserung der Gebäudehülle. Und je nachdem, da haben unsere Studien auch wieder ergeben, je nachdem, ob wir eben sehr stark elektrifizieren oder ein bisschen breiter den Technikmix machen, muss man mehr oder weniger stark in die Gebäudehülle rein. Das liegt daran, dass die Wärmepumpen, damit sie effizient sind, eine gute Gebäudehülle brauchen. Sonst haben sie schlechte Jahresarbeitszahlen und wir holen uns zu viele Stromlasten und Strommengen ins System rein. Das heißt, da gibt es so eine Abhängigkeit. Aber auch egal wie, wir müssen Gebäudehülle verbessern. Dritte Säule, auf die ich jetzt gar nicht intensiv eingehen möchte, weil das dann den Rahmen sprengt. Wir müssen auch gucken, dass wir die Energieträger verbessert kriegen. Da gibt es so Diskussionen über synthetische Kraftstoffe, Brennstoffe, synthetische Gase, flüssige synthetische Stoffe. Ich glaube, das muss man sehr, sehr stark forcieren. Ich glaube, man muss da sehr stark in die Entwicklung rein. Das ist auch irgendwo ein Technologiethema. Ich glaube aber auch, dass uns das bis 2030 nicht stark helfen wird, um mit den Energiewendezielen voranzukommen. Aber wir müssen die technischen Entwicklungen jetzt vorantreiben, damit man perspektivisch diese Optionen hat. Aber man darf es auch nicht als Feigenblatt nutzen und sagen, ach, wir machen mal gar nichts, das werden die Energieträger schon richten. Ich bin der festen Überzeugung, alle drei Säulen sind wichtig. Erneuerbare Energien, Energieträger verbessern, Gebäudehülle stärken. Dass das kostet, ist klar, wir haben das auch ausgerechnet. Wir haben jetzt erstmal die Mehrkosten nur ausgerechnet bis 2050 kumuliert, je nachdem, welches Szenario wir machen. Ist dann letztendlich eine Frage, wie man das verteilt und wie man das organisiert. Und das ist eine Frage, das spüren wir an manchen Stellen jetzt schon beim Klimaschutzprogramm. Diese Diskussion wird aber sicherlich eine Frage sein, die uns weiter begleitet. Würde ich mal überspringen. Die Klimaziele, wir haben mit der Gebäudeallianz, das ist so ein Branchenzusammenschluss von Verbänden, Unternehmen, Forschung, Handel, Herstellern, wir hatten so ein Maßnahmenset ermittelt und das ist, ich fange deswegen damit an, weil es sehr eng an dem dran ist, was auch jetzt das Klimaschutzprogramm verabschiedet hat. Und wir haben für dieses Szenario oder für diese Maßnahmen mal berechnet, wo landet man denn jetzt in Bezug auf 2030, das ist ja sozusagen unser nächster Zielhorizont. Und hier stehen noch 72 Millionen Tonnen aus dem Klimaschutzprogramm. In dem jetzigen Entwurf vom Klimaschutzgesetz, da stehen da sogar schon nur noch 70 Millionen Tonnen. Das heißt, es ist sozusagen noch mal ein bisschen mehr geworden. Klimaschutzgesetz sagt für den Gebäudebereich 70 Millionen Tonnen. Wir liegen im Moment ungefähr bei 120 so in etwa. Wir gehen davon aus, wenn man die Maßnahmen, wie wir sie heute kennen, die heute bekannten Maßnahmen, wenn man die weitermacht, kommen wir vielleicht bei 100 raus. Wir gehen davon aus, dass wenn man einen
ein Maßnahmenset macht, wie serielles Sanieren stärken, Energieberatung stärken, steuerliche Förderung einführen und so weiter, dass man dann auf 87 kommt. Ist auch egal, ob es dann 85 werden, aber von den 70 sind wir immer noch weg. Das heißt, das ist letztendlich schon weiterhin eine spannende Diskussion, wie man diese Lücke schließen kann. Die Maßnahmen, die wir ermittelt haben, sind sehr stark im Bereich Förderung, also sowas wie serielles Sanieren, hatte ich gesagt, steuerliche Förderung. Auch bei Nichtwohngebäuden muss man gucken, dass man da die Fördermöglichkeiten verbessert. Kommunikation und Beratung und das Thema Ordnungsrecht. Und das sind so die drei Blöcke, die dann eben dazu führen, dass man oben dieses Blaue, was Sie in der Lupe sehen, dass man diese Lücke 2030 geschlossen bekommt. Spannende Frage eben, wie kommen wir weiter, um die 72 oder eben 70 Millionen Tonnen laut Klimaschutzplan zu füllen. Jetzt möchte ich mal noch ein bisschen genauer in die aktuellen Diskussionen vom Klimakabinett und vom Klimaschutzprogramm gehen. Sie wissen es, Sie haben es verfolgt, am 20. September ist das Klimaschutzprogramm veröffentlicht worden. Das ist insgesamt ein sehr, sehr breites Set von rund 60 Maßnahmen. Es gibt so ein paar übergeordnete Maßnahmen da drin. Es gibt 10 Maßnahmen, die sehr, sehr spezifisch für Gebäude sind. Das ist ein hochpolitischer Prozess, der da gerade stattfindet oder stattgefunden hat oder quasi uns parallel begleitet. Und Ziel bei vielen Maßnahmen ist, dass die am 01.01.2020 in Kraft gesetzt werden sollen. Jetzt ist die Situation ja so, dass auch vorher nichts getan wurde. Wir hatten ja, das haben Sie auch verfolgt, schon lange eine Diskussion ums Gebäudeenergiegesetz. Es gibt schon lange vom Wirtschaftsministerium den Prozess, die Förderstruktur neu aufzusetzen. Das läuft im Moment unter dem Titel BEG, Bundesförderung effiziente Gebäude. Und da soll die Marktanreizprogrammförderung und die KfW etwas stringenter zusammengefasst werden. Das ist was, wo vor anderthalb oder zwei Jahren das BMWI schon seine ersten Zielideen formuliert hatte. Also auch ein schon längerfristig angelegter Prozess, der läuft. Wir haben nationale Energie- und Klimapläne aufgrund der Verpflichtungen von Brüssel. Das heißt, wir haben die Situation, es gibt langfristige Prozesse, wo jetzt das Klimaschutzkabinett mit seinen Maßnahmen quasi plötzlich an bestimmten Stellen einen hohen Druck reinbringt. Warum führe ich das so aus? Ich führe das deswegen so aus, weil aus meiner Meinung das die Gefahr birgt, dass wir an der einen oder anderen Stelle handwerkliche Fehler da reinkriegen aufgrund der Schnelle der Zeit. Und da möchte ich gleich noch auf ein paar Punkte eingehen, wo ich im Moment Sorgen habe und Schwierigkeiten sehe. Aber zunächst mal das eine Instrument, das wurde auch bei unserem Kongress natürlich sehr intensiv diskutiert, das Thema CO2-Bepreisung. Es soll perspektivisch irgendwann ein Übergang zu einem nationalen Emissionshandelssystem werden. Das ist es im Moment nicht. Im Moment sind erstmal Preise vorgeschlagen da, 10 Euro im Jahr 2021, 35 Euro im Jahr 2025 soll die Tonne kosten. Das heißt, es gibt da so einen gewissen Aufpreis. Ab 2026 soll dann eine Auktion in einem gewissen Korridor von 35 bis 60 Euro stattfinden. Und also so die übliche Berliner Floskel, sage ich Ihnen mal, ist so, dass jeder im Moment die Bühne betritt und sagt, ja, ich hätte es mir auch ein bisschen ambitionierter vorstellen können, aber jetzt haben wir erstmal was. Also das sagen eigentlich im Moment unisono fast alle, würde ich mal so sagen. Und also auch Herr Scholz, Herr Hettler hatte ja gesagt, dass der Herr Scholz unseren Kongress eröffnet hatte, der hat auch gesagt, okay, das ist jetzt überhaupt erstmal ein Anfang und ein Schritt da rein. Was implementiert ist, was ich eigentlich ganz spannend finde und wo ich sehr gespannt bin, wie das dann ausgeprägt wird, ist, dass es so ein sehr enges Monitoring-System geben soll. Das heißt, es soll sehr eng beobachtet werden, wie sich die CO2-Emissionen denn entwickeln. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was man denn macht, wenn man dann sehr schnell mit einem Monitoring anfängt, feststellt, wir kommen ja überhaupt nicht auf die 70 Millionen Tonnen. Im Moment ist das BMWI hat ja auch im Moment noch nicht mal dargelegt, dass sie mit den Maßnahmen überhaupt die 70 Millionen Tonnen erreichen. Das heißt, das wird eigentlich, glaube ich, schon eine ganz interessante Diskussion, auf die wir da mehr oder weniger zwangsläufig hineinlaufen werden. Förderung. Bei der Förderung gibt es
zwei Aspekte. Und Sie sehen jetzt immer, ich habe im Zug noch mal überall drüber geschrieben, Achtung, Diskussionszwischenstand heute, weil sich das irgendwie ganz kurzfristig alles ändern kann. Aber Stand heute, wie sieht's aus? Ab 01.01.2020, das ist in 5 Wochen, nicht mal mehr, soll es in Ergänzung zu der existierenden Förderkulisse die Möglichkeit geben, steuerliche Maßnahmen im Gebäudebereich, energetische Maßnahmen im Gebäudebereich steuerlich absetzen zu können. 20% der Investitionskosten bis zu einer Investitionssumme von 200.000 Euro, das sind also 40.000 Euro, die man da maximal absetzen kann. 200.000 Euro, da kann man schon echt eine Menge für machen. Also das sind schon sehr, sehr umfassende Maßnahmenmöglichkeiten, die da eben letztendlich abgesetzt werden können. Nicht gefördert wird Einbau von Ölbrennwertkesseln. Bei Gasbrennwert ist es so vorgesehen, dass Gasbrennwert dann gefördert wird, wenn das, da hat man sich jetzt Renewable Ready ausgedacht. Renewable Ready heißt, dass einerseits die Steuerung dieser Gasbrennwertanlage in der Lage ist, später dann auch erneuerbare Energien aufzunehmen und ein Speicher mit installiert wird. Ganz egal, ob ich jetzt schon ein ergänzendes System habe. Der Speicher muss schon mal mit installiert werden. Und dann muss innerhalb von 2 Jahren der Rest nachgerüstet werden. Dann darf man auch Gasbrennwert von der Steuer absetzen. Gar nicht so einfach, auch im Nachweis gar nicht so einfach, wie man nach 2, 3, 4 Jahren dann als Finanzamt nachprüfen soll, ob denn da auch wirklich nachgeliefert wurde. So im Moment sieht der Entwurf aus. Also die anderen Maßnahmen wie Fenster, Dämmung und so weiter, die sind natürlich absetzbar. Und so wie Sie das auch von der KfW, von den Maßnahmen bei der KfW kennen, also ungefähr in dem, oder nicht ungefähr, sondern in dem Qualitätsniveau müssen die Maßnahmen sein, damit sie eben förderfähig sind. Nachweis über die Fachunternehmererklärung. So, und da kriegen wir jetzt wieder eine große Diskrepanz zu dem, was die KfW bisher bei im Prinzip gleichen Maßnahmen an Qualitätssicherung hat. Die KfW hat die Energieeffizienz-Expertenliste als Qualitätssicherungssystem drin, mehr oder weniger 4-Augen-Prinzip in der Regel. Hier haben wir jetzt über die steuerliche Förderung die gleichen Maßnahmen mit 20% Förderung über Fachunternehmererklärung. Sehen Sie, deswegen spreche ich das an. Deswegen war. Das ist richtig, deswegen steht hier auch Problem, deswegen weise ich auf diesen Punkt hin und deswegen wollte ich gerade ausführen, wir hatten das Thema auch mit dem Herrn Herdern gestern diskutiert. Herr Herdern sagt, tja, da gibt es Qualität und es gibt Tempo und das spielt so ein bisschen gegeneinander und da muss man natürlich irgendwo nochmal nachbessern und nachlegen. Das heißt, er sagt, er sieht, dass das Thema da noch angegangen werden muss und das hat uns, das können Sie uns glauben, wir stehen für die Energieeffizienz-Expertenliste und für Qualitätssicherung die letzten Wochen auch sehr bewegt, dieses Thema. Und es ist sicherlich gut, wenn auch Sie sich da einbringen und das Thema auch adressieren. Also das ist ein heiß diskutiertes Thema, aber es ist gar nicht das einzige heiß diskutierte Thema. Kommenden Freitag, Befassung des Bundesrats, bin ich mal gespannt, ob darüber, ob da das Thema auch nochmal diskutiert wird. Steuerliche Förderung. Nächster Punkt. Ja, richtig, danke, das ist ein wichtiger Hinweis. Nur für private Ein- und Zweifamilienhäuser, der vermietete Bereich, der gewerbliche Bereich, der ist davon nicht betroffen. Das ist ein reines Programm für private Ein- und Zweifamilienhausbesitzer als Alternative zum Zuschussprogramm oder zur Kreditförderung bei der KfW. Nein. Stand 27.11. Die investive Gebäudeförderung, die wird nachgezogen und soll um 10 Prozentpunkte erhöht werden. Das heißt, man kann ja immer noch bei der KfW seine Mittel beantragen, man kann immer noch über die KfW fördern, man kann auch immer noch einen Kredit bei der KfW beantragen für Einzelmaßnahmen oder für Effizienzhäuser. Alle Förderprogramme der KfW sollen um plus 10 Prozentpunkte erhöht werden.
Aussage gestern auch ab 01.01.2020. Das ist natürlich schon attraktiv und sensationell. Also muss man schon ehrlicherweise sagen, das ist erhebliche Förderung, erhebliche Fördermittel, die da verbessert werden. Bei der Heizung, den erneuerbaren Energien, da sollen, es gibt dieses Thema Austausch von Ölheizungen, Austausch alter Ölheizungen gegen erneuerbare Energien soll bis zu 40% oder 45% gefördert werden. Also auch nochmal gestaffelt. Stellen Sie sich quasi vor, die Mindestförderung bei 20% fängt es an, bis 45% hoch. Und was man eben vorhat, jetzt perspektivisch, das hatte ich eingangs gesagt, es sollen die KfW, die ja im Moment immer, die Logik der KfW ist ja, prozentuale Förderung zu machen. Die Logik des BAFAs war bisher, absolute Förderung zu machen. Und das soll angeglichen werden, sodass es in allen Fällen prozentuale Förderung ist. Das ist erstmal neu und meine These gestern in der Diskussion war auch, oh, da gibt es aber einen großen Kommunikationsbedarf, das muss man ja intensiv kommunizieren. Gut, Wirtschaftsministerium sagt, das wäre eigentlich sehr übersichtlich und leicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn das System mal steht, dann ist das auch verständlich und kommunizierbar. Ich glaube, dieser Übergang, da muss man allerdings schon sehr gut aufpassen und deswegen habe ich es dick drunter geschrieben. Bitte verfolgen Sie diese Diskussion weiter und wahrscheinlich ist es am besten, Sie gehen regelmäßig auf die Internetseite von Zukunft Altbau oder der KEA oder auch der DENA und da versuchen wir wirklich aktuell zu halten, weil im Moment ist da wirklich durch dieses Klimaschutzkabinett ein ziemliches Tempo in den ganzen Sachen drin. Vom Kern her ist das ja super, dass es da einfach deutliche Steigerung der Förderung gibt und das kann schon viele Sachen sehr attraktiv machen und ich bin auch sehr der Hoffnung, dass das da auch wirklich einen Impuls bringt. Aber da würde ich Sie bitten, wirklich da auch ein offenes Ohr, ein offenes Auge regelmäßig zu haben und sich da so die nächsten Wochen auch immer mal wieder auf dem Laufenden zu halten. Bogen, ich weiß gar nicht, wie ich mit der Zeit liege, ist hier irgendwo eine Uhr? Herr Hettler, Sie müssen mir sonst Signale geben. Das GEG, da gibt es auch zwei Punkte, die ich ansprechen möchte. Nämlich das eine ist, im GEG ist jetzt adressiert, dass ab 2026 ein alleiniger Einbau einer Ölheizung nicht mehr zugelassen ist. Hybridlösungen, also Öl mit Solarthermie, also Ölbrennwert, immer nur Brennwert natürlich, ist auch weiter zugelassen. Es gibt zwei Punkte, die sind auch nochmal sehr intensiv diskutiert und liegen uns auch, so wie sie jetzt formuliert sind, sehr schwer im Magen. Das eine ist Paragraph 80 im GEG-Entwurf, da steht beim Eigentümerwechsel, beim Kauf bis zu 2 Wohneinheiten ist ein Gespräch mit der Verbraucherzentrale anzubieten, mit einem Energieberater der Verbraucherzentrale. Und es gibt einen zweiten Punkt, Paragraph 48, da steht sogar, bei umfassenden Sanierungen muss ein Gespräch mit einem Berater der Verbraucherzentrale stattfinden. Es ist aus unserer Sicht, und da muss ich ehrlicherweise sagen, auch aus Sicht der, also aller Beteiligter, aber auch von der Verbraucherzentrale, die haben auch gesagt, das ist nicht auf ihrem Mist gewachsen, dass das so formuliert ist. Das findet, ich habe keinen gefunden, der da sagt, die Regelung ist gut formuliert. Alle sagen, ja, so war es eigentlich nicht gedacht. Und das ist auch nicht wirklich richtig gut und rund formuliert. Wir hatten vor 2 Wochen zusammen mit Energieberaterverbänden und Verbraucherzentralen und dem Wirtschaftsministerium und dem BAFA eine Runde, um zu gucken, was man da noch wie nachbessern kann für den Fall, dass es nicht funktioniert im parlamentarischen Verfahren, in dem sich das GEG jetzt dann befindet. Wenn man es nicht schafft, da nachzubessern, da muss man halt eine praktische Lösung finden und da versuchen wir mit den Energieberatern zusammen auch und auch mit der Verbraucherzentrale zusammen eine Lösung zu finden. Wie gesagt, die Verbraucherzentrale hat gesagt, so wie es da steht, ist das gar nicht so, dass sie das so rein formuliert hätten. Markteinführungsförderung, serielle Sanierung. Baden-Württemberg gibt es das schon ein bisschen länger. Da soll es jetzt auf Bundesebene ein großes Förderprogramm geben, um so Ansätze wie Energiesprong voranzubringen. Die Bundesimmobilien, die BIMA, die soll ihre Bestände und auch ihre Neubauten verbessern.
Das ist super, da hatten wir neulich ein Gespräch mit dem Chef von der BIMA, der sagt, für ihn ist das hervorragend, wenn es einen politischen Beschluss gibt, dann kann er das einfach, da muss er nicht mehr irgendwie Diskussionen über Wirtschaftlichkeit oder Nichtwirtschaftlichkeit führen, sondern dann gibt es einen Erlass, einen Beschluss und dann wird auch entsprechend saniert auf Effizienzhaus, ich glaube 55 steht da drin, oder im Neubau sogar Effizienzhaus 40. Also das ist schon von der Idee her gut, dass der Bund mit seinen Immobilien dann da auch vorangeht. Weiterentwicklung energetische Standards steht auch irgendwo drin, Überprüfung 2023, keine Verschärfung im Neubaubereich jetzt. So, und mal so ein ganz kurzes Fazit. Ich glaube eigentlich, dass da eine ganze Menge guter Ansätze sind und ich sehe schon, dass da auch an vielen Stellen Bewegung reinkommt oder reingekommen ist in die Debatte. Und für den Gebäudebereich sind da eine ganze Reihe Maßnahmen, die echt spannend sind. Wir haben das Problem mit dem hohen Tempo einerseits, da hatte ich jetzt schon einiges zu gesagt. Wir haben das Problem, dass die Maßnahmen vermutlich nicht reichen werden. Das Ministerium rechnet und wird irgendwann wahrscheinlich demnächst ein Gutachten veröffentlichen und sagen, wo sie glauben, dass sie damit hinkommen. Aber wir brauchen weitere Ansätze. Power to X, also synthetische Kraftstoffe, Brennstoffe, das Thema Quartiere, Automatisierung, Digitalisierung. Das Thema Monitoring-Sektorziele hatte ich ganz am Anfang schon angesprochen. Vier kurze Sätze noch zu DENA-Vorhaben, die wir machen, die in dem Kontext dessen, was ich Ihnen heute vorgestellt habe, wichtig sind. Der individuelle Sanierungsfahrplan, haben wir ja den Ansatz, den Sie auch in Baden-Württemberg schon länger haben, den auf Bundesebene ja auch weiterentwickelt, der soll mit der Förderung verknüpft werden. Auch da ist noch nicht ganz klar, wie das jetzt wirklich stattfinden soll. Das sind intensive Diskussionen auch noch. Aber der individuelle Sanierungsfahrplan soll enger mit der investiven Förderung verzahnt werden, was ich sehr gut finde und wo ich auch die Hoffnung habe, dass die Rolle der Energieberater gestärkt wird. Zweiter Punkt, das Thema serielles Sanieren. Da hatten wir, das war ganz schön, am Montagabend bei unserem Kongress, wir haben einen Volume-Deal verkünden können. Es ist jetzt gelungen, dass wir 22 Wohnungsunternehmen haben, 4 Bauunternehmen. Und die Wohnungsunternehmen haben gesagt, sie erklären sich bereit, 10.000 Wohneinheiten nach diesem seriellen Sanieren, nach dem Energiesprong-Prinzip auch zu sanieren, um da eben einen Markt entstehen zu lassen. Es ist natürlich völlig klar, dass das nur für bestimmte Gebäudetypen eine Maßnahme sein kann. Da kann man nicht alles mit erschlagen, aber hier geht es um Mehrfamilienhäuser und vor allen Dingen um die Bestände der 50er und 60er Jahre. Da ist das natürlich spannend. Wir haben bei der DENA ein Fachexpertenzentrum, FEPS. Ich hoffe, dass der eine oder die andere von Ihnen das kennt und rege nutzt. Das ist was, was ausdrücklich offen stehen soll für Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen, wo wir auch gucken wollen, dass wir zeitnah über aktuelle Entwicklungen informieren, dass wir einen Austausch mit Ihnen und untereinander stärken können, dass wir einen Service anbieten, dass wir telefonisch und per E-Mail da erreichbar sind. Und unser letztes, was ich noch ansprechen wollte, das kennen Sie, unsere Energieeffizienz-Expertenliste. 13.000 Experten und Expertinnen, die wir da drin haben, ist, glaube ich, eine sehr gute Infrastruktur. Das ganze 23 Netzwerkpartner, wir haben das zusammen auch mit den Energieberaterverbänden, DEN, GIH sind ja auch beide hier, mit denen aufgebaut. Ja, und wir haben einen neuen Netzwerkpartner, das finde ich super. Die IKEA ist seit wie lange? 50 Minuten? Ganz frisch dabei. Das finde ich super. Eigentlich hätte die IKEA schon von Anfang an dazugehört, weil wir haben ja so viele Diskussionen auch in der Vergangenheit geführt. Freut mich, dass wir das jetzt hier an der Stelle auch quasi auch für die Expertenliste nachgezogen oder nachvollziehen konnten. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir bin eben auch Berlin sozusagen in Anführungsstrichen, dass wir auch den Dialog mit der Praxis haben und auch rückgespiegelt bekommen, also auch wo so die Sorgen und die Nöte sind. Ja, und da freue ich mich auf die Diskussion. Danke. Herzlichen Dank, Herr Stolte.